gegen das Team rund um Kinguin. Also, es geht los. So, wenn Pascha Coach macht, gibt es nur noch Nackenschellen. So. Und wir konzentrieren uns jetzt aufs Spiel. Schön, der Klick da von Dennis. Train ist natürlich eine Map, die schon immer gut den Polen gelegen hat. Und Sprout jetzt erstmal im Vorteil. Auch dank Dennis. Der zurzeit hier mit einem 3K komplett auftrumpft. So, der geht auch direkt weiter jagen. Wird hier aber am Ende bestraft. Aber Mines ist natürlich jetzt bekannt. Hat die Bombe noch dabei. Und damit alle Freiheiten der Welt, sogar das Ding hier noch zu klatschen. Hm. Ob er das schaffen kann. Und ich zeige, wie weit Percy hier reindrücken kann. Boah, geil geschossen von Mines. Wirklich super stark am rechten mit dem Zeitspieler. Da geht das Duell ein. Und da kann Speedy den Headshot hier nicht setzen. Und das wäre es natürlich gewesen. Aber die Munition geht leer. Mines hat nur noch einen Schuss. Der muss jetzt hier abhauen. Und das schafft er nicht mal, um die Ecke zu kommen. Das heißt, Speedy selbst überrascht, dass es da so nah bei ihm zur Sache geht. Aber am Ende kann er hier dank der Patrona, die nur noch bei Team Kinguin im Magazin ist, wahrscheinlich auch die Runde für sich entscheiden. Also knappes Ding, kommt dann nicht mehr um die Ecke. So. In der Runde wird nicht viel passieren. Wir sehen bei Team Kinguin natürlich auch kein Equipment. Und das heißt für Sprout, diese sehr knappe Runde ist auf jeden Fall unglaublich wichtig. So, jetzt kriegt er Percy nur auf den Kopf gespuckt. Also, am Ende kann er zwar noch ein bisschen Schaden setzen, aber mehr ist da nicht drin. 4 gegen 2 Situation. So, was kann Rell noch anstellen? So, was ist eigentlich euer Pick? Was sagt ihr im Chat? Denkt ihr, Team Kinguin kann das Ding hier dicht machen? Oder denkt ihr, dass Sprout eine Chance hat, nochmal in diese Partie zurückzukommen? Hier auf Train nochmal das Ruder herumzureißen. Und damit natürlich auch sich die Chance erhöht, nochmal in dieses Miner zu ziehen. So, und damit geht es weiter. Also, 0 zu 2 für Sprout. Geht es natürlich jetzt um die Wurst. Um die gute Deutschländerwurst. Weiß nicht, ob es in Dänemark auch eine Wurst gibt. Aber auf jeden Fall, Wurst kommt aus Deutschland. So. Wurst gibt es auch in Polen. Für die geht es jetzt nämlich auch um die zweite Wurst, nämlich die Teewurst. Der war gut, oder? Die Teewurst. Um eine Runde hier zu holen und damit auch mit Sprout direkt mal wieder gleichzuziehen, weil Sprout wird kein Geld haben. Oh, der Molotow kommt gut rein. Percy ordentlich gefressen. Trotzdem immer noch der Vorteil für den kleinen Sprössling. So, und Kinguin baut sich auf. Für B. So, und dann wird sie rausgehen an der kleinen und an der großen Rampe. Dafür liegen auch die Smokes. Speedy hält erstmal drauf, wird aber direkt von Minis hier rausgenommen. Trotzdem das Backup da. Und der Vorteil für die Jungs von Sprout. Und Dennis fängt hier direkt mal an der zweiten AWP ein bisschen aufzudrehen. Und die ist wichtig, dass Dennis hier da ist. Richtung B. Man kann Faven den Rest beenden. Also, die zweite AWP hat ihren Sold hier erfüllt. Und damit gibt es die Pause. Also, Teewurst aufgegessen. Team Kinguin. Damit hoffentlich mit neuer Kraft und mit neuem Saft in die nächste Runde.
Kommt schon, Leute. Die Teewurst war echt, die war echt gut, ja. So, schauen wir weiter. 0 zu 3. Also für Sprout ein sehr guter Start. Und das heißt für Team Kinguin. Ist es hier erstmal eine Sparrunde. So, und Dennis an der zweiten AWP konnte echt gut funktionieren. Für mich wirklich ein sehr gutes Standardbein bei Sprout. Wenn er dann in die Partie reinkommt und sie auch wirklich die Doppel-AWP spielen können. Und Dennis meiner Meinung nach auch eine sehr freche AWP. Die sowas auch in vielen Situationen nicht nach dem FF spielen kann, sondern auch mal die eine oder andere Aktion auspacken kann, um zu überzeugen. So, jetzt gibt es hier die Smokewand und die Smokewand wird sogar helfen, hier die Bombe zu legen. Damit ist das Ziel von Kinguin eindeutig erfüllt. Und jetzt heißt es noch vielleicht ein bisschen Schaden zu machen, vielleicht noch einen zweiten Spieler mit rauszunehmen. Tess ist auf jeden Fall, ja, Feuer und Flamme. Nee, aber so nicht. Na? Komm. Nein, 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 doch. Oh. Nee. Da muss jetzt jemand anderes vorgehen. So, dann bringt Dennis die AWP durch. Nato Safix auch seine AWP und der einzige, der fällt, ist Percy. Damit müssen sie keine Käfer nachkaufen, sondern nur eine Waffe und ein paar Granaten. Aber Team Kinguin bekommt den Plant und damit auch in der nächsten Runde wieder Waffen. AWP auch hier bei Natus sehr offensiv unterwegs. Also erstmal auch von Sprout wieder die Informationssuche. Diesmal Richtung B, da hat man sich auch direkt Backup mit eingepackt von dem guten DJ Speedolf. Granaten kommen rein. Haben wir versucht nochmal bei Kinguin wieder eine Antwort zu finden. Für Team Kinguin. Die Suche. Bisher Sprout mit sehr wenig Informationsspiel, was sie da an Team Kinguin abgegeben haben. Und Team Kinguin macht auch nicht wirklich viel draus. Werden hier von Granaten gut zurückgehalten. Nur bisher die Brown Holes, das Ziel, was erfüllt werden konnte. So, Percy macht da nochmal den kleinen Tanz im Pop-Dog. So, und für Team Kinguin sind es 30 Sekunden. Es muss jetzt irgendwo hingehen. Aber wohin? Das ist die große Reise. Würde es jetzt als Fake auflegen, weil man hat noch zwei Leute in der Mitte, die hier Stress machen. Vielleicht sogar der Doppelfake. Na, das sieht gut aus. Jetzt könnte es verzögert mit der Bombe Richtung B gehen. Und das könnte hier sogar aufgehen. Man macht so viel Druck Richtung A, dass die Bombe an der großen Rampe durchmarschieren kann. Und die sind sich gerade... So, da gab es kurz Lag irgendwie. Die sind gerade unsicher und blocken lieber den A-Spot ab. Damit zieht der eine Spieler, und zwar Reeds, mit einem HP nochmal rüber und Maus hält den Raum frei. Super stark von ihm gespielt. Percy schummelt sich durch und das könnte diesmal auch sein Todesurteil sein. Mit einem HP fällt hier Reeds nochmal in den Rücken rein. Und der Fake geht hier sowas von auf. Wunderbar verkauft von Kinguin. Also konsequenter kann man sowas gar nicht verkaufen. Dass man mit zwei Leuten auf B geht, an der großen Rampe, und echt darauf hofft, dass Sprout komplett rüberzieht. Das ist auf jeden Fall zwei Daumen hoch dafür. So, 1 zu 4, also erste Runde für Kinguin.
den Fake da wasserdicht verkauft. So, das geht nach vorne. Oh, Dennis, boah, das war viel, was da gerade gegenkommt. So, Dennis nutzt den Topspawn, kommt nochmal raus. Und damit hat man erstmal den schnellen, aggressiven Push von Kingu in Richtung B gut unter Kontrolle gebracht. So, Rallen versucht er so ein bisschen, natürlich auch das Team, zu baiten an der Rampe. Aber Percy lässt sich da erstmal auf gar nichts ein. Also, man ist damit zufrieden, dass man hier die Eröffnung bekommen hat. Auch Rallen muss da ordentlich einstecken. Wahrscheinlich Team Kinguin ein kleines, aber feines Problem. Weil die müssen sich eine neue Quelle suchen, um die Runde zu holen. So, versuchen hier den Pop-Dog nochmal anzuspielen, den Spieler zurückzutreiben. Aber irgendwie gehen ihnen langsam die Alternativen aus, weil sie haben auch gar keine Kontrolle über Ivy. Weil sie halt eher den Kurs sehr, sehr frühzeitig für B gesetzt haben, sind die Alternativen knapp bemessen, weil Sprout hätte jetzt schon ausschließen können. Sprout hätte Ivy ausschließen können und damit hat Kinguin eine Chance, und zwar auf B drauf zu kommen. So, wie weit laufen sie da jetzt gegen die Wand? Wie weit hat Sprout hier den Mumm und die Flasche Confidence in der Hand und eine Tube Retake, um das Ganze hier nochmal runterzuspielen? So, AWP wartet da in der guten Position, aber Natos FX ist drauf. 3 gegen 2 Situation. So, Reeds mit der Joker-Position. Bei der Smoke Nummer 1, Nummer 2. Gut von dem guten Reeds gespielt. Molotov liegt noch drauf. Es ist eine 2 gegen 1 Situation. Der Spieler ist bekannt. Hinter dem Bombsite. Und damit ist es nur noch Nato mit 40 HP. Tess muss das jetzt einfach nur auf Zeit ausspielen. An der kleinen Rampe. Nato geht jagen und damit wird ihm die Zeit davonlaufen. Der Däne weiß, dass Tess hier irgendwo am Rumschimmeln ist. So, Nato hebt das an und kann den Frag noch am Ende für sich entscheiden. Wird hier aber auch drauf gehen. Damit die AWP weg und die Runde auch für Sprout. So, Aufbau für den Pinguin vor dem B-Spot. So, oh, Speedy in seinem Super-Element und zwar mit dem Sus hier zuzuschlagen. Das hat ja wunderbar funktioniert. So, pardon. Da war kurz mal Stille. Funkstille. Und für das Team Kinguin geht es hier jetzt nach vorne. So, Nato fällt nochmal die Seite ein. Dennis wird hier höchstwahrscheinlich nicht mehr viel anstellen können. Ein USP, ein Traum. Nochmal eine neue Position. Hauptsache Speedy macht was mit dem Taser kaputt. So, weil gestern ist die Lampe hier kaputt gegangen, die Softbox-Lampe. Und jetzt kam gerade die Technik rein, die IT, und möchte diese Lampe austauschen. Hat er mich gerade überrascht mit. Muss ich kurz erklären. Das Lampe muss weg. Ja? Damit er auch die richtige Lampe austauscht. Ja? Von daher war da kurz mal Stille. Mein Pardon geht an euch raus und 3 zu 4 für Sprout. Ja, also die Runde kann man nichts mehr holen, waren auch nur Pistols, kam auch direkt im richtigen Moment rein. So, und damit geht's nach vorne. Mal gucken, was Sprout hier mit dem offensiven Push so anstellen kann. So, Smoke kommt rein, Faven soll jetzt hier den Packesel spielen. So, Percy kann zumindest erstmal in der Mitte Test rausnehmen. Ganz, ganz wichtig, dass man da Team Kinguin den Raum auch klauen möchte. Und zwar einmal Richtung Mitte und einmal Richtung Ivy. Also zwei Positionen, die halt für das Aufbauspiel auf der T-Seite super wichtig sind. Und sie kriegen verdammt viele Informationen. So, stehen natürlich super defensiv auf B. Aber sie wissen, dass einer vom Ivy rumgeschimmelt hat. Und sie wissen, dass in der Mitte auch noch was wartet. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein offensives B-Spiel erstmal Richtung Brownholz. Boah, schöner Frag da von Dennis, aber am Ende passt Rallen da aus der zweiten Reihe aus.
So, damit geht's jetzt nach vorne. Vorteil liegt bei Kinguin. Was eine Schelle von Netto Sefix. Also die AWP rennt hier nochmal gut in die Bresche rein und Percy wartet oben auf seinem Wachturm, um zuzuschlagen. So, was kann er jetzt aus der Position machen? Die Bombe wird drüber getragen. Das Team rund um Sprout ist im Vorteil, kann sich damit auf zwei Leute können sich damit auf den A-Spot fokussieren und mit einem geht man eigentlich nur frühzeitig auf B-Informationen und zieht sich dann wieder zurück. Und das ist die Position von Speedy. Und der bekommt sogar den Kill und dann war es das auch. Also, da braucht er sich gar nicht mehr zurückzuziehen, sondern einfach nur den Winkel zu halten und die Bombe rauszunehmen. Das hat hier wunderbar funktioniert. Damit ist es hier für Team Kinguin keine nächste Runde. Die geht an Sprout und da kommt auch direkt zügig die taktische Pause. Und sie kommt von Sprout. So, Team Kinguin wird sogar im englischen Stream weniger bejubelt als hier. Ja, dann freu dich doch. Wenn du Kinguin-Fan bist, mein Freund, dann hype ich halt für dich extra nochmal ein bisschen mehr. Dann gibt's hier halt mal ein bisschen Ratsche. So, ich hoffe, konnte dir damit einen schönen Gefallen in diesem wunderbaren Tag erfüllen. Draußen ist zwar echt schlechtes Wetter, aber sehr neblig hier in Berlin. Ja. Und sehr regnerisch. Wir warten immer auf den Schnee für den Weihnachtsmarkt. Aber leider ist der noch nicht da. So, auf jeden Fall mal ein Bot für den Executor auf Richtung A. Da soll's rausgehen. Danke, danke, danke. 2-gegen-1-Situation. Damit großes Lob. Ein Herz für die Technik, die gerade hier die Lampe repariert hat. Bester Mann. So. Also, 2-gegen-1-Situation. Percy im Retake. Und damit geht's nach vorne. Also, Percy hat natürlich ein sehr schwieriges Pflaster und ein sehr schwieriges Kreuz jetzt zu tragen und er wird auch nicht mehr viel machen können. Damit ging Win hier mit dem 4:5. So, Jitko kann wieder gut ausgeleuchtet werden und dann fühlt er sich auch gleich viel besser, wenn er dann wieder auf die Kamera zu euch geht. So, 4:5 und für Sprout geht es erstmal wieder in, Faven, nice shot, geht es erstmal wieder in einen Halfby rein. So, ein paar Pistolen, ein paar Granaten und mit denen will man natürlich gut nach vorne kommen. Da wird nochmal ordentlich Schaden verteilt. Faven greift nochmal ein, findet zumindest hier einen. Ja, und das ist schon mal ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung in dieser Runde, sogar vielleicht die eine oder andere Chance zu haben. Die Pistole macht hier sehr viel Impact. Speedy hat super viel Raum vor B eingenommen. So, damit heißt es für Kinguin, sich zu sammeln. Und er versucht zu starten, über das Ivy vorzurücken. So. Vorteil liegt natürlich bei der AK. So, man geht sogar Richtung Grundlinie. Oh, gutes Timing, da von Percy einzugreifen. Aber Rallen ist direkt auf dem Köpfchen drauf. Damit reicht es nur für den Anschuss gegen Maus. Und die Backline, die gehört den Jungs von Kinguin. Also, was kann der
Pinguin hier anrichten. Noch 20 Sekunden wird auf jeden Fall knapp. Sprout hat sich schon mal Richtung Spot gesammelt. Vielleicht mit dem perfekten Timing könnte man hier nochmal die Bombe rausnehmen. Tess überlebt das mit 10 HP. Super knappe Geschichte, um da die Bombe rauszunehmen. Und von der Zeit her war da auch nicht mehr viel Raum, nochmal für Sprout zu interagieren. Oder beziehungsweise auch für Kinguin da die Bombe zu legen. Also ganz, ganz knappes Zeitfenster, das Team Kinguin da nicht umsetzen kann. Fast. Ja, also Sprout, ganz, ganz knappe Geschichte. Fünf zu fünf. So, es geht wieder nach vorne, also Team Kinguin. Jetzt mit McTens auf Farm. Untersuchung. Oh, sieht doch gut aus. So, macht einen Split raus. Ein bisschen Schaden kann noch gemacht werden in der Mitte. Nimmt aber nur die beiden McTens raus. So, können wir mal versuchen, ranzukommen an irgendwas. Vielleicht noch mal ein bisschen Geld zu farmen, aber die Runde wird den Bach runtergehen. 6 Runden für Team Kinguin. Tja, und für Sprout heißt es weiterhin dran zu bleiben. Es war natürlich jetzt eine Eco. Und mit den paar Pistolen wird man da auch nicht viel anrichten können. Das heißt, für Sprout ist das hier die nächste entscheidende Runde. Wieder die Doppel-AWP bei Dennis und bei Nato Safix. So, Smoke kommt unten oder beziehungsweise vorne Richtung B reingeflogen. Damit will man natürlich auch so ein bisschen Dennis supporten. Evan hält auf jeden Fall erstmal die Mitte sauber. Und Team Kinguin mit einem guten Tempowechsel. Und das ist ein sehr flotter Tempowechsel. Und wie flott der ist hier von Rallen. Plus, Mate, da brennt nichts an. Da kommt Nato Safix nicht mal mehr drauf. Aber Speedy hält nochmal gegen. Der ist schnell genug in der Rotation da gewesen, um nochmal den A-Spot hier abzudämpfen und damit auch nochmal ein 3 gegen 2 rauszuholen. Aber der Schaden gegen Nato Safix und Speedy, der ist immens. Trotzdem, Minis hat nur noch 13 HP. Und Maus wartet auf seine Chance. Kann natürlich jetzt nicht einfach die Bombe legen. Sollte den Einspieler wegsteppen. Faked hier nochmal an. Die warten einfach nur auf den perfekten Moment hier einzugreifen. Boah, schöne Schelle da von Minis mit 13 HP. So, jetzt kann die Bombe geplantet werden. Nicht sehr viele Optionen. Sucht sich die Deckung von den beiden Kisten auf der Box um und dann schlägt Maus hier wieder zu. Also Maus spielt heute wirklich sehr gutes Counter-Strike. Ja, und auch gleich den nächsten hinterher. Abserviert. Nice. Also, Team Kinguin holt sich hier eine Runde. Sehr stark gespielt von Team Kinguin nochmal. Da kann Speedy zwar nochmal gut in die Bresche reinspringen, aber naja, da wäre mehr für Sprout drin gewesen. Aber in dem Moment, nein. Nee. Gut zurückgeschossen. So, und Reeds wieder auf dem Vorwärtsgang. Also da kommt nur der Push von Sprout in dieser 13. Runde. Irgendwo das Aufbauspiel von Kinguin mit den wenigen Pistolen stören. Aber ohne weiteren Erfolg. Also wenn der Team Kinguin 3 Waffen durchbringt, ist das auf jeden Fall alles im grünen Bereich. Auch weil es hier nochmal auf die letzten Runden zugeht, haben sie mehr als genug Geld, um auch nachzukaufen. Damit Sprout weiterhin bei 5 Runden. Und das können sogar die Double Digits für Team Kinguin werden, wenn Sprout hier jetzt nicht mit der Doppel-AWP nochmal eine Antwort setzen kann. Die Idee eigentlich sehr cool. Sie smoken halt vor B ab, das also das letzte Mal, und versuchen halt vor B auf jeden Fall sehr viel Raum einzunehmen. Nur Team Kinguin mit einem Affenzahn unterwegs. Und zwar Richtung A. Was man da übersehen hat, oder wo man da die Lücke gelassen hat, das war auf jeden Fall am Ivy. Das hat Kinguin eiskalt ausgenutzt. So, mal gucken, ob das jetzt hier auch der Fall sein wird. Sie blocken auf jeden Fall zu zweit erstmal den Ivy ab. Diesmal geht's für Kinguin vor den B-Spot. Aber wieder vollständig. Und da hat Sprout diesmal keine Information, außer dass da einer rumböllern ist. Und Granaten sind mehr als genug dabei. 3 Molotovs. Und damit bereitet man sich vor auf den Execute. So, einmal die Wand erweitert, um in der großen Rampe auch nicht gegen die AWP zu fighten. Und damit wird es an der Kleinen rausgehen. Die Shots sitzen hier von Rallen und von Maus. Also im Teamwork ist alles möglich und damit ist der Raum abgeblockt. Und damit kann Sprout auch diese Runde vergessen. Wenn da so aggressiv mit dem Call und mit der Smoke und dem Molotov die
die kleine Rampe eingenommen wird, wirst du in vielen Situationen einfach keine Chance mehr haben, rauszukommen. Sie gehen jetzt einfach noch auf die Jagd. Kinguin hat mehr als genug Geld, dass sie in der nächsten und in der letzten Runde dieser ersten Hälfte noch kaufen können. Das heißt, wenn sie jetzt jagen gehen, brauchen sie sich keine Gedanken zu machen. Und sie wissen auch ganz genau, dass Sprout Geld hat, um hier auch voll zu kaufen. Oder sie konnten voll kaufen. Deshalb der Hand gar nicht so verkehrt. Ist natürlich dann auch wieder ein weiterer Vorteil, den man ausnutzen kann. So, wie gut ist das Timing? Ah, da guckt doch was raus. Tja, Dennis, heute nicht in der Situation. So, bin nochmal rumgegangen. Zwei Waffen werden durchgebracht, aber die AWP ist weg. Die AWP wäre vielleicht nochmal ganz geil gewesen. Zack, Faven sucht hier wieder mit der Brechstange die Antwort. Schaden hat er auf jeden Fall gesetzt gegen Reese. Und das ist immer der kleine Nachteil an der M4. Headshot ist halt kein One-Kill. So, schauen wir mal nach. Auf jeden Fall Percy wieder sehr weit in der Mitte vorne. Also sie wollen frühzeitig wieder den Raum von King Green abblocken. Aber dann müssen halt auch die Duelle kommen, die man gewinnen muss. Rein geht's. Wieder das nächste Duell, was an Kinguin geht. Und direkt noch einen hinterher. Also, sie schaffen es hier bei Kinguin wieder durchzubrechen, auch mit gutem Aiming zu überzeugen. Und das wird höchstwahrscheinlich 10 Runden sein, die Team Kinguin hier auf Drain auf der T-Seite holen kann. Und das war die Hälfte. Tja, schön gemacht auf jeden Fall. Eieiei, auf einmal ist das hier so hell. Nachdem die Lampe repariert wurde, da geht mir echt ein Licht auf. So, Frage war noch im Chat, wann spielt Big das nächste Mal? Dieses Jahr gar nicht mehr, erst wieder nächstes Jahr zum Major und sie sind auch schon fürs Major gesetzt. Die dürfen schon mal in den höheren Stages spielen. Also, da brauchen sie nicht mehr durchs Minor zu gehen, was natürlich auch für Big sehr, sehr gut ist. Man kann sich intensiv auf die Gegner vorbereiten, kann sich viel, viel Zeit nehmen, auch intensiv noch zu trainieren und sich natürlich dann auch auf diesen großen Moment des Katowice Major vorzubereiten. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und ihr solltet euch auch drauf freuen, weil lang dauert es nicht mehr. Im Januar geht es schon los mit dem Katowice Major. Erstmal mit dem Miner und dann halt im Nachgang im Februar, Anfang Februar geht es mit dem richtigen Major los. Also, da gibt es wieder sehr viel Counter-Strike. Da wird auch das Jahr 2019 schön eingeleitet. Und zwar mit allem drum und dran. Mit Drops, mit geiler Stimmung vor Ort. Katowice immer wieder ein Hexenkessel. Und auch in diesem Jahr wird es, glaube ich, nicht anders sein. Besonders, weil es halt Major ist. So, Kinguin will hier noch ein bisschen gegenschießen. Bei Sprout versucht man schnell rauszukommen. Der wird von hinten schon eingegriffen. So, Munition leer. Letzter Spieler bekannt. Jo. Oh. Nummer Faven. Na, Headshot sitzt. Beide low geschossen. Ist machbar. Zwei schnelle Schüsse in die Brust. Und das Ding ist hier vorbei. Den hat er auf jeden Fall gesehen. Und jetzt könnte einfach Rallen das Ding hier beenden. Und das... er trifft nicht. Okay. Reeds macht es am Ende. 11 zu 5. Also die Pistol Round geht auch an Kinguin. Und ich finde das eigentlich ganz geil für viele, weil die Jungs von Polen sich natürlich auch über den Kinguin freuen, wenn die aufs Major gehen. Und für jeden Deutschen ist es auch geil, weil das Major halt wirklich nicht weit weg ist. Ja? Also Katowice ist ja sozusagen ein Katzensprung. Ne? So, dann versuchen wir jetzt nochmal rauszukommen. Ja, und da wird Speedy auch nicht mehr die Bombe legen können. Und Katowice ist, glaube ich, gar nicht so teuer, wenn man überlegt, so mit einer Airbnb-Wohnung oder man fährt halt mit dem Auto hin, dann nimmt man irgendwas außerhalb. Und ich muss ehrlich sagen, die polnische Gastfreundschaft, ja, sucht seinesgleichen. Die ist wirklich super. Polen sind so gastfreundlich. Dafür zwei Daumen hoch.
Und Katowice wird nice. Besonders, weil die ESL, die zurzeit für mich die beste Production abliefern, im CSGO-Bereich dieses Major austragen dürfen. Finde ich mega nice. Dafür auch wieder 2 Daumen hoch. So, auf jeden Fall schneller Tempowechsel für Sprout. Rellen wartet dann auf den perfekten Moment Richtung Hopdog wieder runterzukommen. Aber sie können durchbrechen. Und trotzdem kann ihr Reeds wieder den Kill setzen. Und die Bombe wird rausgenommen. Was passiert hier bitte gerade? Und dann geht die Runde hier komplett mit den beiden Spielern an Team Kinguin. Was ist hier gerade passiert? Sprout am Verdaddeln. So, 500 Kilometer ist doch absolut in Ordnung. Also in der heutigen Zeit ist das ein Katzensprung. Ja. Fährst mal mit dem Auto hin, easy peasy. Denn nicht so, dass du groß fliegen musst. Kannst ja auch fliegen nach Katowice. Ja, ist auch nicht so weit. Oder fährst mit dem Auto. Guck mal, es gibt doch nichts Geileres, als mit ein paar Kumpels sich ins Auto zu setzen, Musik zu hören, ein bisschen abzuspacken, ne, und dann halt hier nach Katowice zu fahren. Oder Trommler sammelt euch ein. Alle im Bus. Und dann macht ihr halt Busreise. Ich verstehe. Ah, das Aiming ist ja aber echt gut auch gerade. So, ich verstehe das Problem nicht. Sag doch einfach, hey Trommler, du fährst doch aufs Major. Komm, wir machen einen Treffpunkt aus in Frankfurt. Und dann macht Trommler den Busfahrer. Ihr mietet alle zusammen einen Bus an. Und dann fahrt ihr einfach nach Katowice. So. Läuft doch. Ja, mal ein bisschen kreativ sein, meine Freunde. Trommler macht das bestimmt. So, 14 zu 5, also. Kurz und knackig beendet King Green auch diese Runde. Und für Sprout gibt es wieder neue Waffenrunde und vielleicht die letzte Hoffnung. Nochmal hier in die Partie reinzukommen. So, auf jeden Fall auch hier nicht wirklich mega aggressiv von King Green, sondern eher Standardkost, was wir hier sehen. Und das wird jetzt von Dennis ausgenutzt. So, läuft einmal kurz raus und danach direkt wieder weg. Einfach nur die Eröffnung finden und damit genug getan, um Team Kinguin so ein bisschen auseinanderzureißen. So, und was ist jetzt die Antwort von Team Kinguin? Wie wollen sie drauf reagieren? Sie haben bisher kaum Informationen. Die wird jetzt hier so ein bisschen von Rellen in der Mitte gesucht. So, der muss aber Angst haben, dass er da eingekesselt wird. Hat zwar immer noch das Backup von Nice dabei, aber das war's dann auch. Und der wird jetzt rausgenommen. Damit gute Ablenkung, vielleicht sogar ohne Probleme jetzt auf B drauf zu kommen. Also sie verstärken weiterhin die Verteidigung auf Richtung B. So, jetzt gibt's hier den Zugriff. 3-2 Situation. Macht man das bei Kinguin noch mal teuer oder kann man sogar die Runde holen? Reeds schlägt zu. Und Reeds will die Runde haben. Aber da greift Speedy von hinten ein. Der Mann, der über die Grundlinie kam, der Mann, der über das Ivy kam, könnte hier am Ende den Gnadenstoß zumindest in der Runde gegeben haben. Raylan ist bekannt. Man macht das jetzt auf Nummer sicher bei Sprout. Man will nicht irgendwo das Duell suchen, sondern einfach nur abwarten und Tee trinken. So, das war's also. Wichtige Runde. Speedy kann das für sich entscheiden und damit geht die Runde an Sprout und... Oder an Virtus Sprout, haben wir ja schon gesagt. Wenn es so weitergeht, dürfen sie sich bei Virtus Pro auf jeden Fall erstmal einreihen, weil die haben sich nicht fürs Minor qualifiziert. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, Virtus Pro zieht sich damit auch erstmal aus dem Competitive-Bereich zurück und wird ein junges, neues, frisches Team aufbauen mit Pascha als Fitnesstrainer und Neo als Coach. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Pascha wäre halt so der ideale Mann, der
Fitnessprogramme erarbeiten könnte für junge CSGO-Sportler sozusagen. Wäre auf jeden Fall cool irgendwie. Das würde perfekt reinpassen. Das wäre doch sein Markenzeichen. Das Biceps-Programm. Naja. Hat auch schon alles. So, auf jeden Fall. Taktische Pause gab es hier von Kinguin. Und die will man natürlich hier dann auch nochmal schlau nutzen. In der Runde eher erstmal nur Pistolen. So, auf jeden Fall durch den Waffenvorteil sollte es kein Problem für Sprout werden. Die finden auch sehr schnell diese vier flotten Kills. Und damit ist noch Tess. So, Nate kommt rein. Ist auch schon bekannt und dann wird er hier gemeinsam von Team Sprout auseinandergenommen. So, nächste Waffenrunde für Team Kinguin. Können wir jetzt hier die Overtime zumindest schon mal aufs Konto buchen? Oder schafft es Braut hier nochmal ein sensationelles Comeback hinzulegen? Nochmal sich gegen Team Kinguin hier ja, so ein bisschen aufzubäumen. Sie konnten in diesem Jahr bisher nur einmal eine Map gegen Team Kinguin gewinnen. Und das war bei Miner. Ansonsten hat man alles verloren. Eine Overtime hat man noch rausgespielt. 12 Wins für Team Kinguin. Da spricht die Statistik schon so ein bisschen für sich. Fast wie so ein Angstgegner, ne? So, Tess auf der Suche in der Mitte. So, Vorteil gibt es zurzeit hier keinen für beide Seiten. Erstmal 4 gegen 4 Situation. Einziger Vorteil, den man Team Kinguin anrechnen kann, sind die 10 HP, die noch bei NATO Sefix übrig sind. Und denkt dran, wir haben noch heute 2 Spiele und beide laufen hier auch noch über den Kanal. Dürft ihr euch drauf freuen auf 99DMG.com. Live, 99DMG.live läuft auch noch ein wenig mehr Counter-Strike, nämlich der zweite Stream. So, und Speedy, der will, dass das Spiel hier noch ein bisschen geht. Boah, Speedy hat gerade richtig Bock, Alter. Am Eskalieren, der Junge. Darf man mal ratschen. Da haben wir so Reads und die Runde ist durch. So, 14 zu 8. Nächste Runde für die Jungs von Sprout. Ja, gucken wir mal. Team Kinguin, nochmal mit dem kleinen Safe. Ansonsten wird jetzt nochmal so ein Half-Bite durchgeführt. Das heißt ein paar Pistolen. Und das war's dann. Und dann wird in der nächsten Runde nochmal fleißig gekauft. Also Team Kinguin sucht immer noch die Lösung, Sprout hier einzudämmen. Und damit zumindest die Overtime sicher zu machen. So, mit Pistolen auf nahe Distanz Richtung Mitte könnte das auf jeden Fall eine gute Chance sein, nochmal eine Waffe ranzukommen. Ah, jetzt setzt auch Reeds den Frag. Überlebt das Ganze mit 40 HP. So ist die Frage, wie will man da vorkommen? Man würde sich, glaube ich, gerne mit Saka freuen, aber der Schatten wird hier Dennis die nächste Position des Spielers verraten. Zweiter direkt hinterher. Damit Tess auch gefallen. Zack, jetzt fängt Dennis an. All die beiden Deutschen wollen hier ein wenig die Polen überfahren, ne? So, das war's. Also. 14 zu 9.
So, wenn sich ein Team jetzt VVP aus dem Competitive zurückzieht, müssen sie dann erst wieder qualifizieren, um der EPL zu kommen. Also VVP spielt nicht in der EPL, aber der Slot gehört der Organisation. Das heißt, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, Astralis ihr Team verkaufen würde an irgendwas, dann würde Astralis den Slot behalten, ja, in der Pro League und dürfte das mit einem neuen Team einsetzen. Der Slot gehört immer der Orga bei der Pro League. Außer man einigt sich halt irgendwie. Wie zum Beispiel die Space Soldiers das wohl gemacht haben mit ihrem Arbeitgeber. Weiß jetzt nicht, was da Phase ist, aber normalerweise gehört der Slot der Orga, außer man einigt sich irgendwie und übergibt den Slot. Das wäre dann auch noch möglich. So steht es zumindest im Regelwerk. Wenn das nicht geändert wurde nochmal. Aber so steht es, glaube ich, bei der Weser immer noch drin. So, langsames Aufbauspiel von die Jungs von Sprout. Man wartet darauf, dass Team Kinguin sich irgendwo zeigt. Das Timing hätte hier sehr gut sein können für Faven, dass er da an einen rankommt. Doppeldeckung im Popdog. Jetzt geht's nach vorne. Also, rein geht's in die Wille Gaudi. Gutes Backup. Oh, das sieht nicht gut aus. Also versucht flott Richtung Popdog runterzukommen. Und mit der Flashbang, ja, besiegelt man auch gerade das Schicksal von Sprout. Nämlich da kommt man keinen Zentimeter weiter. Also der Go geht komplett den Bach runter. Der war für die Cuts. Und Team Kinguin wird sich hier die 15. Runde holen und vier Leute durchbringen. Geld ist immer noch genug da. Damit kann auf jeden Fall Sprout arbeiten, die nächste Runde. Und das ist der Matchpoint. Also, gebt noch ein bisschen Energie an Sprout oder an Team Kinguin. Was wollt ihr? Wer wird der Nächste sein, wer hier weiterkommt? Das ist natürlich nicht in eurer Macht, aber ihr könnt ein bisschen Energie zu Sprout schicken oder zu Team Kinguin. Damit schafft es Sprout hier nochmal ranzukommen. Aber zu welchem Preis? Das dürfen wir halt nicht vergessen. Team Kinguin steht hier zurzeit eigentlich sehr gut da, weil sie haben ihre Overtime sicher und wahrscheinlich auch ihren 13. Sieg gegen die Jungs von Sprout in diesem Jahr gefühlt. Mal gucken, ob hier die Knochenregel eintrifft. Es wird schwer jetzt. Jetzt wird sehr schwer für Speedy und Dennis, hier nochmal gegen Team Kinguin, ja, irgendwie zurückzukommen. Team Kinguin kann das Ganze jetzt etwas lockerer natürlich angehen. Trotzdem ungern würde man da in die Overtime gehen. Und der ist hier wirklich mit einem sehr guten Positioning. Steht der Anti-Flash, muss ich nur noch reindrehen und mit der AUG ausradieren. Sondern es geht direkt weiter, dass Dennis nochmal hier versucht, über die Mitte das Ganze aufzureißen. Also man versucht, die Lücke zu finden, aber ohne größer Erfolg. Vielleicht war auch von Netto genau das, was sie gebraucht haben. Percy wird hier rausgesmokt und damit seine Chance vergeben, den Kill Richtung Spot zu haben. Das ist gute Information, weil Speedy kann es hier wieder durchschummeln. So am alten Spot von Train wartet Tess, der alte Mann. Und auf der einen Seite muss ich sagen, freut es mich halt auch irgendwie für Tess, wenn sie sich fürs Miner qualifizieren sollten. Tess ist ein sehr sympathischer Mann. Und dann sieht er auch, man kann auch mit 30 noch Counter-Strike spielen, ne? So. Aus Bidi. Genau mit dem Kill, den sie brauchen. 3 gegen 2 Situation und der Vorteil liegt wieder bei den Sprösslingen. Und wartet in der Mitte. Es wird jetzt auf B gegambelt. Da könnte Team Kinguin fast schon über links safen zu gehen dann. Wenn Sprout hier die Bombe auf A legt.
Und damit die Runde vorbei. Also Team Kinguin wird wirklich safen gehen. Und damit heißt es, Newsprout weiterhin hoffen. Sie sind auf den Double Digits angekommen. Oh, sie holen nochmal einen wichtigen Kill raus. So, dann nur Minis an der AWP. Und er rennt weg. Der will einfach nur noch das lange Rohr hier durchbringen. So, und damit ist es 15 zu 10. Sprout ist immer noch dran. Also, für die deutsche Organisation geht es hier weiter um Leben und Tod. Team Kinguin. Wieder erstmal in der Sparrunde. Und das könnte Sprout wirklich nochmal weiterhelfen. Immer wieder diese kleinen Sparrunden, die Kinguin einlegen muss. Und dann schlägt man genau in der richtigen Situation zu. Wenn halt die Polen Geld haben, dass Kinguin halt hier weiterhin Angst haben muss, dass Sprout immer weiter aufholt. Aber das war auf jeden Fall ein exzellenter Kill da von Minisa an der AWP. So, jetzt müssen wir an die Waffe rankommen. Chancen sind sogar gegeben und Tess bekommt auch die Waffe. So, damit Sprout ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Besonders, weil sie jetzt auch damit rechnen müssen, dass dieser AK bei Team Kinguin in den Händen ist. Und dass eine Kontrolle immer noch Richtung Main hier stattfindet. Dass da immer noch irgendwo ein Spieler ist. Dafür muss man dann auch Equipment einsetzen. So, Raylan wartet auf seine Chance. Und Raylan zieht hoch. Eieiei. Da wollte es aber echt gerade auch wissen. So, jetzt kommen die Smokes. Und damit geht sie Richtung Popdog runter und das Tempo wird angezogen. Also, man wird wohl jetzt versuchen, Richtung A drauf zu kommen. Das Team über die Mitte zieht hinterher und dann geht es mit vier Leuten einfach über Main und über den Popdog raus. Die Smoke liegt und damit kann die auch geplantet werden. Und zwar in der Nebelwand. Und damit liegt das Ei. So, für Team Kinguin jetzt wieder die Überlegung. Willst du AWP safen und willst du AK safen für die nächste Runde oder willst du nochmal Schaden machen? Schaden machen wäre nicht so wichtig, weil Sprout halt genug Geld hat zum Nachkaufen. Eher wäre es wichtig, die AWP durchzubringen und die AK. Weil dadurch haben sie auch noch viele dafür haben sie auch noch sehr viel Equipment an der nächsten Runde. Und da hat Team Kinguin besser damit bedient, ihr Zeug hier einfach durchzubringen. Also, es wird nochmal haarig, es wird nochmal knapp. So, und danach haben wir Heroic gegen LDLC. Das ist das nächste Spiel, was wir euch gleich hier zeigen werden. Oder, nee, gegen Enz, pardon. Heroic gegen Enz ist das nächste Spiel, was wir zeigen. Und danach, ja, Vitality gegen Sprout oder Kinguin. Das wird sich auch noch entscheiden. Also könnt ihr weiter dranbleiben. Heute ist viel, viel Counter-Strike angesagt. Den ganzen Tag gibt es hier Counter-Strike, wo es um die Wurst geht. Und zwar auch für Sprout. So, wunderbare Nate gegen Speedy. Und damit Kinguin jetzt hier auch die Partie beenden. Der Schaden ist auf jeden Fall schon mal immens dagegen Dennis und gegen Speedy. Aber noch lange ist es hier nicht vorbei. Sehen wir ein Comeback von den Jungs rund um Dennis und Speedy. So, also der kleine Sprössling könnte hier zum großen Baum werden. Wenn sie es schaffen, den König der Kinguine, den Pinguin, aus seinem Nest rauszuholen. So, und damit geht's nach vorne. Also, es geht um einen heißen Execute, und zwar Richtung Spot B. Und da wird gut von Etto, Sefix und Faven das Ganze aufgemacht. AK und AWP weiter nach vorne und sie können durchbrechen. Also, sie schaffen es. Sie schaffen es, auf B zu kommen und damit die nächste Runde aufs Konto zu buchen. Also, Team Kinguin immer noch hier am Straucheln, das Ding zuzumachen. Und Sprout hält hier gut gegen. Also, Sprout will hier auf jeden Fall noch eine dritte Map spielen.
Und was ist das für ein Comeback? Es ist schon schwer genug auf Train auf der T-Seite gegen ein gutes CT-Setup sich zu behaupten. Also sie machen das gerade verdammt gut. Sie bekommen halt hier die Eröffnung und die nutzen sie eins aus. Und Team Kinguin wieder ohne Geld. Und das ist halt das Schlimme auf der CT-Seite. Du kannst halt sehr schnell ohne Geld da stehen. Dann kriegen sie am Ende sogar noch die AWP abgenommen. Nicht mal die kann nächste Runde Schaden machen. So, und wir sehen eine taktische Pause bei Team Kinguin, so wie es aussieht. Also, die suchen nochmal, ja, die Stellschraube, um zu tunen. So, damit die taktische Pause vorbei. Mal gucken, was sich Kinguin überlegt hat. Fragen über Fragen. Was ist hier drin? Es geht nach vorne. Schöner Peak da von Maus. Und es wird weiterhin versucht, bei Team Kinguin tapfer dagegen zu spielen. Der Vorteil ist auf jeden Fall da. Ist das jetzt so ein Klassiker mit Pistole? Uiuiui. Zwei gegen zwei Situationen und die Deagle ist sehr, sehr gefährlich auf Train. Über diese langen Distanzen setzt einen guten Schuss mit der Deagle, einen Headshot und bringt das Team komplett zum Straucheln auf der T- oder CT-Seite. Das gelingt hier gerade rund dem Team um Tess und Co. eigentlich ganz gut. Damit muss Sprout jetzt aufpassen. So, 5 Sekunden auf der Uhr und es geht nach vorne und da ist Rallen da. Also man entscheidet, die Smoke Richtung Ivy zu schmeißen und das gibt natürlich dann auch Team Kinguin die Chance, den Spotspieler hier einzusetzen und damit kann Rallen hier erstmal super für Chaos sorgen. Da müssen noch Faven und er ist allein auf sich gestellt. Kann klein Faven das hier machen. Josef auf der Suche nach dem Kill, aber Rallen erledigt es und damit sind sie weiter. GG, well played an Team Kinguin. Ich muss sagen, es ist verdient. Also, Team Kinguin bleibt weiterhin der Endgegner für Sprout, so wie es aussieht. Und meiner Meinung nach auch Sprout heute nicht so stark wie Team Kinguin. Also, und das heißt für sie, ja, leider kein Major oder beziehungsweise kein Miner. Und ja, mal gucken, wie es mit Sprout weitergeht. Auf jeden Fall hier beim IEM Katowice sind sie nicht dabei. Und dafür geht es für Tess und Co. dann gleich weiter. Dann ab wie viel Uhr? Lass mich nochmal kurz gucken, ab wie viel Uhr. Dafür gehen wir am besten einfach auf die Homepage, dann könnt ihr das auch selber sehen. Schauen wir mal nach. Einmal aktualisieren und einmal auf die Homepage. Und zwar ab 20 Uhr geht es circa weiter. Jetzt haben wir gleich erstmal um 17 Uhr Space Soldiers gegen XCOM auf dem zweiten Kanal und Heroic und Ends hier bei mir. Da dürft ihr euch jedenfalls drauf freuen. Und später dann Vitality gegen Kinguin. Also auf jeden Fall noch ein paar gute Partien heute dabei. Sehr schade für Sprout. Ich hätte es Speedy und Dennis sehr gegönnt, wären sie weitergekommen. Aber dafür gibt es ja dann auch noch die Meisterschaft dann am Wochenende, wo man dann auch nochmal einen Titel absacken kann für dieses Jahr. Lassen wir uns überraschen und auf jeden Fall machen wir eine kurze Pause, meine Freunde, sind gleich wieder da. Sollte es früher losgehen, also vor 17 Uhr, werdet ihr natürlich bei mir oder hier auf dem Kanal informiert. Bis dahin, holt euch ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee und dann geht's gleich weiter. Bleibt dran, hier auf 99 Damage.